Guten Abend, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr auf unsere heutige Debatte, die aktueller kaum sein könnte. Jenseits der Krise, wie wir vom Krisenmanagement zu einer echten Weiterentwicklung Europas kommen, jenseits der Krise ist ja schon sehr optimistisch. Trotz der Konsolidierungserfolge, die es so in den letzten 2 Jahren ansatzweise gegeben hat, mit dem Fiskalvertrag, mit den unbegrenzten Garantien der Europäischen Zentralbank, die natürlich auch ihre Kehrseite haben, mit einer enormen Aufblähung ihrer Bilanz, Schritten zumindest in Richtung einer europäischen Bankenaufsicht und eines gemeinsamen Strukturfonds für krisenhafte Banken und einer Verbesserung des Primärsaldos und steigenden Exporten in einigen europäischen Krisenländern, zeigt sich jetzt doch, wie fragil dieses ganze Gebilde immer noch ist und wie wenig an den grundlegenden Problemen und Krisenursachen sich geändert hat. Die Wahlen in Italien haben ja exemplarisch gezeigt, wie eng der Zusammenhang zwischen Politik und Finanzmärkten tatsächlich ist, dass von einer Abkopplung der Märkte im Ernst gar nicht die Rede sein kann, sondern dass Politik wirklich ein entscheidender Faktor in dieser Krise ist. Auch das Zutrauen in die politischen Eliten, ob sie willens und in der Lage sind, die Staatsverschuldung abzubauen und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Volkswirtschaften zu verbessern und eine Zukunftsperspektive wieder zu eröffnen für Gesellschaften, die langsam am Rande ihrer Belastbarkeit angekommen sind. Und wenn man über Wege aus der Eurokrise spricht, dann kann man sich ja nicht nur über Makroökonomie oder über Fiskalsteuerung sprechen, sondern man muss reden über die gesellschaftliche Situation in einer fast die Hälfte der europäischen Länder mit einer zunehmenden Revolte, die sich entwickelt aus diesen Gesellschaften heraus. In Italien eine Revolte der Wählerinnen und Wähler, Straßenproteste in Spanien. In Portugal, habe ich jetzt gelernt, wird wieder Grandola Villa Morena gesungen, also das alte Revolutionslied. In Griechenland eine Stärkung der Extreme mit einer massiven faschistoiden Bewegung. Das alles sind Symptome einer wachsenden Kluft zwischen den Regierungen und einer Bevölkerung, die nicht mehr oder immer weniger bereit ist, diese brachiale Senkung der Staatsausgaben mitzugehen, die auf Kosten ihres Lebensstandards geht, mit einer riesigen Jugendarbeitslosigkeit, Braindrain, Auswanderung von jungen, qualifizierten Leuten, alles, was zu diesem Bild gehört. Und die Frage ist, was ist die Alternative, um eine neue ökonomische Dynamik in Gang zu setzen, eine nachhaltige ökonomische Dynamik, sowohl in ökologischen wie in ökonomischen Kategorien und eine sowohl stärkere europäische Solidarität, aber auch Solidität innerhalb der Eurozone herbeizuführen und mehr volkswirtschaftliche Konvergenz. Es wird auf Dauer vermutlich sehr schwierig sein, eine gemeinsame Währung aufrechtzuerhalten, wenn die ökonomischen Diskrepanzen weiter wachsen innerhalb der Eurozone, was wiederum wachsende Finanztransfers erfordern würde. Was bedeutet eine künftige Fiskalunion sowohl institutionell im Hinblick auf ihre politische Architektur? Wie lassen sich Vorteile gemeinsamer Schuldenfinanzierung gewährleisten und gleichzeitig die Risiken einer solchen Vergemeinschaftung von Schulden vermeiden? Und wie
kann man demokratische Beteiligung, demokratische Entscheidungsfindung und demokratische Kontrolle gewährleisten, damit die Bürgerinnen und Bürger nicht den zunehmenden Eindruck haben, dass sie nur noch Schachfiguren, dass sie nur noch Objekte sind von Entscheidungen, die sie gar nicht mehr beeinflussen können, was an den Kern von politischer Legitimation rührt. Das alles sind Fragen, die wir nicht nur heute Abend besprechen wollen, sondern in einer ganzen Veranstaltungsreihe. Heute Abend ist der Auftakt dieser Reihe und ich bin sehr froh, dass wir dafür zwei Referenten gewinnen konnten, die beide zu diesem Thema ausgewiesen sind. Ich freue mich, dass heute Abend Professor Wieder Di Mauro zum ersten Mal in der Böll-Stiftung ist. Alle, die sich für Ökonomie und im engeren Sinn für finanzwirtschaftliche Fragen interessieren, werden Sie kennen, nicht nur in Ihrer Eigenschaft als Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz, sondern vor allem in Ihren Funktionen als Public Intellectual und als Beraterin. Sie war Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, hat ähnliche Funktionen in der Schweiz und in Österreich ausgeübt, hat eine internationale ökonomische Karriere, unter anderem bei der Weltbank, der Harvard-Universität, der United Nations Universität in Tokio, vielen anderen Institutionen. Und zu ihren aktuellen Forschungsgebieten gehören genau die Themen, um die es heute Abend geht: internationale Finanzmärkte, Bankensysteme sowie Geld- und Währungspolitik. Herzlich willkommen. Und den zweiten Redner des Abends muss ich hier nicht weiter vorstellen. Der hat hier ein Heimspiel und ist häufiger Gast in der Böll-Stiftung, Jürgen Trittin, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bundestag und Spitzenkandidat für die anstehenden Wahlen und derjenige, der für die Grünen im Bundestag vor allem die Debatten führt, wenn es um Eurokrise und Zukunft der Europäischen Union geht. Herzlich willkommen, Jürgen. Wir beginnen mit Frau Di Mauro. Sie wird hier etwa 15 Minuten vortragen, dann Jürgen Trittin. Dann kommen wir zu einem Gespräch auf dem Podium. Und früher oder später werden Sie sicher auch noch Gelegenheiten haben, sich mit Fragen in die Diskussion einzuschalten. Ich wünsche uns einen interessanten Abend und bitte Sie zum Pult. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für diese Einladung. Ich spreche sehr gerne über Perspektiven für Europa. Noch lieber würde ich darüber sprechen nach dem Krisenmanagement. Aber wie Sie schon angetönt haben, ist es vielleicht noch ein bisschen zu früh. Dennoch will ich meine 15 Minuten vor allem auf die langfristige Perspektive richten. Will aber auch gestehen, dass ich hier ein bisschen angeschlagen ankomme. Ich habe heute Morgen eine krachende Niederlage erlebt mit einem Versuch eines proeuropäischen Diskurses auf dem Mittelstandsforum des DSGVs, in dem mein Vorredner unter anhaltendem Applaus erklärte, Italien sei eben kein Land, es sei eine Ansammlung von Egozentrikern, die nach dem Motto lebten, was deins ist, ist meins und was meins ist auch. Und dass also der Appell, den er dann richtete, allerdings an das Publikum, war, man müsse doch eben daraus folgend anhaltend erklären, insbesondere auch wenn man dort in den Ferien sah, jedem Taxifahrer, wie denn die deutsche Position sei. Also dieser Gesprächsbedarf sei durchaus da. Ja, da hatte ich nicht so viel dagegen, da konnte ich nicht so gut dagegen halten, habe das dann auch an Höflichkeitsapplaus für meine Ausführungen merken müssen.
Aber die Frage, die ich doch gestellt habe, ist letztendlich, was ist denn diese deutsche Position? Wissen wir das denn so genau, was wir da erklären wollen? Und die eine mögliche Antwort ist, dass man daran messt, was wir ja mittlerweile haben seit Ende letzten Jahres, nämlich eine Blaupause zur Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion oder wie es auf Englisch so schön heißt, Blueprint for a Deep and Genuine Economic Monetary Union. Und das Ganze erstellt von den 4 Präsidenten. Das ist ja an sich schon mal erklärungsbedürftig, jedenfalls im weiteren Ausland. Weshalb hat Europa 4 Präsidenten und nicht einen? Es sind tatsächlich die 4 Präsidenten der EZB, der Eurogruppe, der Kommission und noch Herr von Rompuy, selbstverständlich, die gemeinsam hier den Versuch gemacht haben, etwas darzulegen, was die langfristige Integration Europas beschreiben könnte. Ich mache das ganz gerne auch in meinen Vorlesungen. Ich frage jetzt einfach mal, wer von Ihnen hat das gelesen? Ja, doch, es sind doch einige Hände, aber sie sind nicht zu zahlreich. Und ich würde dann vielleicht einfach mal sagen, wenn das jetzt mal eine Vorlesung wäre, würde ich es zunächst mal zur Pflichtlektüre machen, damit wir nachher darüber diskutieren können. Aber das ist natürlich etwas zu spät jetzt. Deshalb will ich Ihnen ganz kurz die hauptsächlichen Inhalte, aus meiner Sicht die neuen auch Inhalte dieser Blaupause darlegen, kurz nur, und auch aufzeigen, wo ich meine, dass sie nicht weit genug greifen, beziehungsweise wo die Debatte ansetzen müsste. Es sind eigentlich 4 Bereiche, die identifiziert werden, bei denen eine Vertiefung der Europäischen Währungsunion stattfinden müsste. Den ersten nennen wir mal allgemein stärkere Verbindlichkeit in Bezug auf Economic Governance. Die Frage, wie können wir unsere Volkswirtschaften so ausrichten, dass sie nicht auseinanderlaufen, das ist eine etwas vereinfachte Art, es auszudrücken, sondern dass sie irgendwie konvergieren, dass sie nicht zu unterschiedlichen Entwicklungen ausgesetzt sind, wie wir sie jetzt gerade in krisenhaften Form gesehen haben. Und dort gibt es zumindest einen neuen Vorschlag, ein Instrument, das darin bestehen soll, dass man Verträge, dass Europa Verträge abschließt mit einzelnen Ländern, die letztendlich eine Art von Finanzierung, man kann auch sagen, eine Anreiz setzen, um Strukturreformen durchzuführen. Es ist nicht völlig ausgeführt, wie man sich das vorstellen muss. Und es ist mir auch nicht ganz klar, ehrlich gesagt, wie man sich das konkret vorstellen würde. Die konkreteste Form davon wäre wahrscheinlich irgendwie so etwas wie muss man sich das so ähnlich vorstellen wie ein Strukturanpassungsprogramm der Weltbank, bei denen ja auch gegenüber Ländern größere Strukturanpassungen beschlossen werden, die allerdings mit zeitweisen budgetären Belastungen einhergehen und die dann eben finanziert werden können. Frage an der Stelle ist dann natürlich sehr schnell, ist es dann ein Kredit, wie es bei der Weltbank typischerweise wäre, oder ist es nicht ein Kredit, ist es ein Transfer? Und wenn es ein Transfer ist, wie wird er finanziert? Diese Frage ist nicht ganz geklärt, es ist zumindest aber einfach als zusätzliches Instrument der Konvergenz dort postuliert. Der zweite, und damit bin ich schon beim zweiten großen Block, der als wichtiger Bestandteil einer stärker integrierten Währungsunion erklärt wird, und da ist wahrscheinlich die Kontroverse letztlich kleiner, das ist die Bankenunion. Hat leider 10 Jahre zu lange gedauert, um zu erkennen, dass eine Währungsunion zwingend auch mit einer Bankenunion einhergehen sollte, dass ein integrierter Finanzmarkt nicht funktionieren kann, wenn sie einzelne nationale unterschiedliche Aufsichten haben und erst recht, wenn sie am Schluss gar keine richtige Restrukturierungs- und Abwicklungsfunktion haben, weder national noch supranational. Der Dreiklang, der dort gefordert wird, ist der richtige. Es ist allerdings erst perspektivisch, dass der realisiert werden wird. Es braucht eine europäische Aufsicht über die Finanzinstitute, es braucht eine europäische Restrukturierungs- und Abwicklungsfunktion, ein Regime für die europäischen Institute und es braucht eine Finanzierung dafür, die vornehmlich aus der Branche selbst vorbezahlt werden muss in der Form von risikoadäquaten Beiträgen. Ein bisschen hat Deutschland das schon realisiert in der Form des Restrukturierungsfonds, in der Form der
Bankenabgabe. Allerdings ist es letztlich nicht besonders wirkungsvoll gewesen, weil man sehr schnell feststellen musste, dass wenn man das nur national macht, man sehr schnell an die Grenzen kommt dessen, was man wirklich damit erreichen kann. Das hätte man auch vorher schon wissen können, dass die rein nationale Umsetzung einer per Definition letztlich grenzüberschreitenden Finanzwelt nicht lokal und national organisiert werden kann, sondern eben zumindest auf der Ebene der Europäischen Währungsunion. Eigentlich wäre eine höhere Ebene die richtige Organisationsebene dafür. Gut, es hat halt die Finanzkrise gebraucht und dann noch die Staatsschuldenkrise, dass diese Erkenntnis gewachsen ist. Aber diese ist doch zumindest mittlerweile so weit gereift, dass ich meine, zwar nur langsam und schrittweise, wird man aber in diese Richtung gehen können. Ich sehe wenig Dissens über die grundsätzliche langfristige Ausgestaltung dessen, was eben als Bankenunion bezeichnet wird. Aber sie wird erst realisiert werden können in ihrer vollen Ausgestaltung in einigen Jahren. Etwas anderes ist es bei der Fiskalunion. Und da ist, bin ich lauter sprechen oder was ist? Ach so, das ist meins. Ich wollte auf die Uhr schauen hier, ja. Dann machen wir das weg. Immer noch? Ja. Okay. Die Bankenunion als zweiter Pfeiler, es kommen noch zwei dazu, die Fiskalunion und die politische Union. Bei der Fiskalunion, da wird's sehr viel komplizierter. Was stellen wir uns vor unter Fiskalunion? Nun, was haben die vier Präsidenten vorgeschlagen? Das ist ein bisschen ein Auswahlmenü. Wir haben gesagt, also es wäre gut, wenn wir zumindest etwas hätten wie ein Eurozonenbudget. Fiscal Capacity ist ein bisschen ein Euphemismus, den man da verwendet hat, um nicht zu sagen, wir wollen hier Geld ausgeben und einnehmen, aber da letztendlich geht es darum. Der Grund, warum braucht man sowas? Nun, das ist tatsächlich auch in der ökonomischen Theorie ganz gut begründbar. Wenn man unterschiedliche Entwicklungen hat in Ländern, wir nennen das Schocks. Stellen wir uns vor, wir haben zwei Länder. Das eine Land hat manchmal einen negativen Schock, das andere einen positiven. Dann können die sich gegenseitig versichern. Und eine Möglichkeit der Versicherung ist ein gemeinsames Budget. Bis zu einem gewissen Grad ist das, was in den Vereinigten Staaten geschieht. Wenn eine Region in eine lokale Depression gerät, dann fallen automatisch Sicherungsmechanismen, automatische Stabilisatoren an, die über das amerikanische zentrale Budget funktionieren, beispielsweise in der Form von zusätzlichen Zahlungen über die Arbeitslosenversicherung, die teilweise zumindest dann eben vom zentralen Budget geleistet werden. Teilweise über andere soziale Sicherungs- oder Ausgabenmechanismen. Das ist so. Ne? In Bundesländern hat man diesen automatischen Ausgleich, der dafür sorgt, dass die Entwicklungen in einzelnen Regionen nicht zu weit auseinanderlaufen. Jetzt ist aber die Frage, die eigentlich relevante Frage, wenn man das postuliert, ist, wie groß müsste denn ein solches Budget sein? Wie groß ist die gegenseitige Versicherungsfunktion? Und wie geht man um mit der Möglichkeit, dass es eben nicht nur einzelne Schocks sind, die man nicht beeinflussen kann, sondern das, was die Deutschen immer gleich, manchmal nicht zu Unrecht vermuten, wie ist es, wenn ich den Schock selbst verursache, indem ich mich verantwortungslos verhalte? Immer das Versicherungsproblem, moralisches Risiko nennen das die Ökonomen. Mit diesem Problem müssen allerdings, und das ist eben jetzt nicht ein Problem, das spezifisch ist der Eurozone, mit diesem Problem müssen ja einzelne Bundesländer auch umgehen, wenn sie sich organisieren. Und was wir hier haben, ist, wir haben die Situation, dass wir sozusagen fast auf der grünen Wiese, weil wenig ist vorhanden, uns überlegen müssen, wie soll diese Föderation in der Zukunft aussehen. Was ist diese fiskalische Union? Soll die aussehen, wie man automatisch oder viele denken, mehr wie die Vereinigten Staaten? Ja, dann sprechen wir aber vom ziemlich großen Zentrum. Soll sie aussehen mehr wie die Schweiz? Dann sprechen wir auch von nicht ganz, ganz kleinen Zentrum. Also der Bundeshaushalt der Schweiz ist auch 10% des BIPs und wir haben in der Europäischen Union bisher 1%. Also das sind Dimensionen.
abgesehen davon, dass wir nicht über die EU sprechen, sondern über die Eurozone. Und an der Stelle dann spätestens ist die größte und nächste Schwierigkeit der Frage in der politischen Union. Wenn Sie den Bericht lesen, der vier Präsidenten, dann ist er geprägt von dieser Schwierigkeit, dass es einerseits um die stärkere Integration geht von 17, vielleicht ein bisschen mehr demnächst, aber es geht um eine Teilmenge, also die sich stärker integrieren will, aber innerhalb der bestehenden Mechanismen, innerhalb insbesondere auch einer Stärkung des Europäischen Parlaments. Und wie soll man das machen? Zunehmend eben sich so organisieren, dass nur die entscheiden, um die es auch geht. Das macht ja auch Sinn. Dadurch aber entsteht die Grenze zwischen den Ins und Outs, verschärft sich diese Grenze. Und vor diesem Hintergrund muss man natürlich auch sehen, Absetzbewegungen wie etwa die von Großbritannien. Ich habe vor einem Jahr, war das prägende Thema im letzten Januar an einer großen Konferenz, war das prägende Thema der Austritt Griechenlands. Die gleiche Konferenz ein Jahr später, das prägende Thema war Austritt Englands, ja oder nein. Und dass die beiden Sachen miteinander zusammenhängen, nämlich die Entscheidung, wir bleiben zusammen als Eurozone, die Frage ganz automatisch aufwirft, was ist mit denjenigen, die nicht drin sind, die nicht drin sein wollen, die vielleicht drin sein wollen, die nicht so ganz wissen, ob sie drin sein wollen oder nicht. Wie hängen die sich an? Und diese Frage ist gerade im Zentrum eigentlich jeder dieser verschiedensten. Ich meine, die Bankenunion muss ausgestaltet werden, nicht nur für die Eurozone. Die Fiskalunion muss eine Form finden, die nicht nur für die Eurozone gilt. Und die politische Union erst recht. Und Sie sehen, das ist alles verdammt schwierig. Und es ist alles nicht einfach mal so schnell zu lösen. Es braucht dazu zunächst einmal vernünftige Konzepte. Im Bereich der Fiskalunion gibt es eine riesige Literatur in der Ökonomie. Das wird Sie freuen zu wissen, dass wir nicht alles sozusagen neu erfinden müssen, die sich damit beschäftigt, beispielsweise auf welcher Ebene sollte was wie organisiert werden und warum. Aus ökonomischer Sicht, aus Anreizsicht, aus der Frage, wo ist Kontrolle und Verbindlichkeit an der richtigen Stelle? Aber diese Debatte hier, die ist, ja, ich will mal sagen, zum Glück läuft sie an. Denn geführt werden, das ist im Übrigen der Untertitel dieses Berichts, Lancieren einer europäischen Debatte. Ich habe das Gefühl, die hat nicht stattgefunden. Der Bericht ist mittlerweile ein paar Monate alt, aber die Debatte ist dadurch jedenfalls nicht angestoßen worden, jedenfalls nicht in Deutschland und jedenfalls nicht genug. Und gerade Deutschland ist absolut zentral. Ich meine, die Welt und Europa schaut zu Recht nach Deutschland, weil Deutschland muss wissen, was es will. Wenn Deutschland nicht weiß, was es will, dann kann man da auch nicht hinkommen. Ich weiß, das Wort Visionen darf man nicht verwenden, weil man dann zum Augenarzt gehen muss, aber man darf doch zumindest Ziele sagen. Und wenn man nicht weiß, welches Ziel man hat, dann wird es auch schwierig sein, dorthin zu kommen. Ich will vielleicht auch noch sagen, was der Bericht meines Erachtens nicht tut. Denn ein wirkliches Ziel in dem Sinn entwickelt er auch nicht. Dieser Bericht ist tatsächlich auch relativ realistisch, pragmatisch, verhaftet in den heutigen Problemen, versucht auch einen Weg aufzuzeigen für stärkere Integration. Aber er stellt nicht etwas dar, was Sie jetzt sagen würden, ja, das ist das Europa, das ich will. Wenn Sie es lesen, dann werden Sie feststellen, er ist durchaus ermüdend. Und Sie werden nicht sagen, das ist genau, was ich mir vorgestellt habe, das ist das Europa meiner Kinder. Aber um zumindest dieses Ziel formulieren zu können, was ist dieses Europa meiner Kinder, müssen wir meines Erachtens diese Debatte verschärft führen. Wir müssen sie führen, ganz besonders in Deutschland. Und dann haben wir vielleicht eine Chance auf die Frage, wie erklären wir unsere Position, nicht nur so zu antworten, was wir alles nicht gut finden und was wir alles nicht wollen, sondern vielleicht auch zu sagen, was wir wirklich wollen. Danke. Ganz herzlichen Dank. Ohne weitere Vorrede, Jürgen Trittin, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Weder de Mauro. Ich will mit einer Bemerkung anfangen, die man vielleicht nicht oft genug sagen kann. Europas Krise ist primär keine ökonomische Krise.
Das wird einem klar, wenn man auf die ökonomische Krise guckt, die wohl alle entwickelten kapitalistischen Staaten in Gestalt der Finanzkrise heimgesucht hat. Wir haben uns angewöhnt, von einer Staatsschuldenkrise zu sprechen. Folge der Finanzkrise hat diese Staatsschuldenkrise durchaus dramatische Ausmaße angenommen. Deutschland zum Beispiel waren wir mal gerade bei 63%, sind wieder bei 84%, aber uns geht es vergleichsweise gut. Interessante Frage ist eigentlich, warum diese Staatsschuldenkrise in Europa zu einer Krise in das Vertrauen der Währung des Euro geführt hat. Und deswegen sage ich, wir haben diese Staatsschuldenkrise verdeckt allerdings das, was alle diese Gesellschaften auszeichnet, nämlich in vielen Bereichen eine massive Überschuldung nicht nur der Staaten, sondern der Gesellschaften. Wenn Sie sich mal anschauen, die Verschuldungsrate auf dem niederländischen Immobiliensektor, die ist ungefähr so hoch wie das Bruttosozialprodukt. Wenn Sie sich anschauen, wie die Entwicklung Gesamtverschuldung Belgiens vor der Finanzkrise war, so war die ziemlich genau 340% auf dem Niveau der USA. Von den bizarren Entwicklungen in Irland und Island will ich an der Stelle gar nicht reden. Warum sind die USA damit anders und besser fertig geworden als wir, obwohl sie in diesem Bereich eigentlich eine höhere Verschuldung hatten und eigentlich auch von den realwirtschaftlichen, makroökonomischen Daten Europa sich da nicht verstecken musste? Eine einfache Ursache. Europa hat eine institutionelle Schwäche, mit diesen Dingen umzugehen und konnte und kann bis heute diese institutionelle Schwäche nicht überwinden. Und Vorschläge, diese zu überwinden, die sind gerade in Deutschland sehr misstrauisch beäugt. Ich bin zum Beispiel ein Zinssozialist. Und schuld, dass ich ein Zinssozialist bin, ist Frau Weder die Maurer. Die hat nämlich in dem Zusammenhang, wie kommt man raus aus dieser ökonomischen Situation, gesagt, wir müssten eigentlich das institutionelle Gerüst dieses gemeinsamen Europas dadurch stärken, dass wir uns aktiv dran machen, nicht nur Neuverschuldung zu begrenzen, sondern bestehende Schulden abzubauen. Der Anreiz dafür war, man vergemeinschaftet den Teil der Schulden über 60% des Bruttosozialprodukts. Das hat den Vorteil eines Zinsvorteils für viele durch die Vergemeinschaftung, verknüpft das aber mit konkreten Schritten, und zwar Beträgen, nicht relativen Zahlen, über 25 Jahre, um dieses abzubauen. Dieses Gutachten, dieser Vorschlag eines Altschuldentilgungsfonds wurde von einem Sachverständigenrat auf den Weg gebracht, der zu dem Zeitpunkt oder ganz zu Anfang sogar noch einen Wirtschaftsminister Brüderle beraten hat. Und der ist jetzt nun auf die Idee gekommen, dass dieser Vorschlag halt Zinssozialismus wäre. Ich muss jetzt mit diesem Vorwurf leben. Er trifft mich nicht besonders, weil ich an der Feststellung beharre. Wir werden aus dieser Krise nur rauskommen, wenn wir unsere Institutionen stärken. Wenn wir mehr Europa wagen. Mehr Europa ist und kann die einzige Antwort sein aus den Herausforderungen, die sich aus der Globalisierung ergeben. Nur mehr Europa ist heute in der Lage, Regulierung auf den Weg zu bringen. Nationalstaaten, auch der starke deutsche Nationalstaat, sind hierzu immer weniger in der Lage. Das gilt nicht für alle. Es gibt Staaten, die sind so groß, auf deren Markt kann man nicht verzichten. China ist ein solcher Global Player. Auch
kann es sich zum Beispiel keine Schweizer Bank erlauben, mehr auf dem US-Markt nicht vertreten zu sein, weswegen es den Amerikanern relativ leicht gefallen ist, das Schweizer Bankgeheimnis dann ein Stück zu lockern. Etwas, wo Herr Schäuble ja sehr vor zurückgeschreckt ist. Europa ist gelegentlich auch in der Lage gewesen, solche Dinge durchzusetzen. Übrigens in Bereichen, die klassischerweise vergemeinschaftet waren. Waren in der Lage, über die vergemeinschaftete Umwelt- und Klimapolitik zum Beispiel globale Standards zu setzen im Bereich der Chemiepolitik, weil man auf den europäischen Markt an dieser Stelle nicht verzichten kann. Das heißt, es gibt für mich gute Gründe aus der europäischen Perspektive hinaus, sondern ausgehend davon, dass wir die Bedingungen der Globalisierung politisch gestalten müssen, das heißt demokratisch legitimiert gestalten müssen, mich dafür einzusetzen, dass es ein Mehr an Europa gibt. Und dazu gehört es eben die Schwächen der Währungsunion, dass wir keine gemeinsame Finanz- und Wirtschaftspolitik haben, schrittweise zu überwinden. Nun, ein solcher Altschuldentilgungsfonds ist eins solches Instrument. Wir werden das, was angelegt ist, in den diversen neueren Gesetzgebungen auf europäischer Ebene, in so schönen und populären Begriffen geprägt wie Sixpack und Twopack und ähnlichen Dingen, nämlich, dass wir versuchen müssen, innerhalb dieses gemeinsamen Europas Entwicklung nicht zu weit auseinanderlaufen zu lassen, indem Defizite, die über 3% sind, ebenso wenig hingenommen werden wie überschüssende Überschüsse, weil innerhalb einer gemeinsamen Europas die Summe der Überschüsse und die Summe der Defizite sich am Ende ja ausgleichen. Das sind alles Dinge, die wir langsam auf den Weg gebracht haben. Es fehlen hierbei allerdings, wie ich finde, noch zwei wesentliche Punkte. Ein Punkt hat Frau Weder Di Mauro zu Recht angesprochen. Wir brauchen eine gemeinsame Bankenunion. Und eine gemeinsame Bankenunion ist mehr, als dass man unten an die EZB ein Schild anschraubt, Bankenunion, und dann der EZB die Ausstattung mit den Stellen, die Banken, die sie überwachen sollen, verweigert. Das ist zurzeit der aktuelle Kampf zwischen den europäischen Institutionen, die hier gemeinsam sehr gut aufgestellt sind, und den Mitgliedstaaten, die sagen, wir haben uns zwar dafür ausgesprochen, aber ist doch eigentlich besser, wenn französische Aufseher die französischen Großbanken und deutsche Aufseher die deutschen Großbanken. Also das heißt im Grunde genommen, der Versuch ist zwar erkannt, aber er wird erneut gemacht, zu verhindern, dass es hier zu einer nicht nationalstaatlichen Interessen, sondern der gemeinsamen Europa verpflichteten Aufsicht zu kommen. Und natürlich sind wir in diesem Bereich noch ein ganzes Stück davon entfernt, dass wir Strukturen aufgebaut haben, die tatsächlich eine Entwicklung von Banken, die mit einer impliziten Staatsgarantie arbeiten, weil sie zu groß sind, um zu scheitern, dieses tatsächlich in den Griff bekommen zu haben, durch entsprechende Eigenkapitalvorschriften, durch den Aufbau von Restrukturierungsfonds, durch bestimmte Formen der Trennung der Geschäftsmodelle zwischen Investmentbanking und Ähnlichem. Es gibt einen zweiten Bereich, da findet zurzeit eine aktuelle Auseinandersetzung darüber statt, und die kommt auch fast schon zu spät, weil in einem Fall haben wir, und ich schließe uns Grüne an der Stelle damit ein, uns schon mal anders verhalten. Wir können nicht ernsthaft darüber sprechen, dass wir eine gemeinsame Haushaltspolitik machen wollen und dabei Haushalt ausschließlich unter dem Aspekt der Ausgaben betrachten. Italien, Spanien, Griechenland haben dieser Tage anhand überbordender Zinsen die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel eine Politik, die ausschließlich darauf setzt, zu sanieren durch Ausgabenkürzung, scheitert. Monti war übrigens ein Stück anderen Weg gegangen. Der hat tatsächlich auch Einnahmeverbesserungen betrieben, was ihm den nachtragenden Hass
und die super seriös finanzierten Wahlversprechen von Berlusconi dann eingebracht hat. Ich glaube, dass wir in Europa einen ernsten Schritt gehen müssen. Und dafür bietet diese Krise auch ein Stück Anknüpfungspunkt, nicht zu einer Gleichheit, aber zu ähnlichen Bemessungsgrundlagen und zu harmonisierten Steuersätzen zu kommen. Andernfalls werden wir diese Krise nicht bewältigen können. Man kann das an den Fällen, die gerade aktuell auf der Tagesordnung sind, sich anschauen. Wenn Sie Trusts und Holdings haben, wie in Zypern, die völlig anonym funktionieren, wo die Trust- und Holding-Gewinne nicht mehr bezahlt werden müssen, dann reden wir gar nicht so viel von Geldwäsche. Das ist in Deutschland eine sehr populäre Diskussion. Sondern Sie haben ja ein gigantisches Steuerschlupfloch, was übrigens einen Teil der Haushaltsprobleme Griechenlands gleich mitverantwortet. Oder wir reden über das irische Steuermodell, was dazu führt, dass in Irland zwar Google und Microsoft prima angesiedelt sind, aber bis heute dort keine Steuern bezahlen. Also von den Vorteilen der Standortes innerhalb der Europäischen Union profitieren, aber durch ein System von gegenseitigen Lizenzen und Ähnlichem dafür Sorge tragen, dass hier keine Steuern anfallen. Ich könnte die Liste fortsetzen. Wenn Sie die deutschen Bücher von Apple sich anschauen, dann ist das ein Krisenkonzern. Das kann an dieser Stelle nicht sein. Ich glaube, dass wir das tatsächlich beenden müssen. Das ist der Hintergrund, warum wir in der Frage Zypern so deutlich gesagt haben, eine Beendigung der Anonymität, eine Beendigung des Steuerdumpings, ein Schließen der Steuerschlupflochen ist für uns Voraussetzung für Solidarität innerhalb Europas. Solidarität kann es nicht geben für unsolidarische und die Gesamtzusammenhang in Frage stellende Geschäftsmodelle, wie es sie in Zypern, wie es sie übrigens leider auch in Irland gibt. Und dann komme ich zu dem dritten Punkt, wo ich glaube, dass wir auch Mut brauchen. Grüne und Gewerkschaften, auch die grüne EP-Fraktion, war mal ganz stolz, dass im Vertrag von Lissabon zur Frage der Vergemeinschaftung von Sozialpolitik gesagt wurde, das bleibt in der Einstimmigkeit. Ich sage Ihnen, das war ein Fehler. So ein großer Fehler. Man wird ohne eine gewisse Harmonisierung im Bereich der Sozialpolitik und Vergemeinschaftung in diesem Bereich auch keine gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik. Und wir erleben das zurzeit bei der Arbeitskräftemigration, bei der Nichtübertragbarkeit von Pensionen und Ähnlichem. Das sind aber die kleinen Probleme des Alltages. Aber Europa wird darüber auch, anders übrigens, als es sich in vielen Fällen real verhält, die Auseinandersetzung, die über Antidiskriminierung in Deutschland durchgesetzt worden, war ein Segen für Arbeitnehmer. Die Regelungen zur Arbeitszeitverordnung zum Beispiel für das Krankenhauspersonal war ein riesiger Fortschritt für Deutschland. Europa hat jetzt für ein Upgrade sozialer Standards im Sozialstaat Deutschland gesucht. Aber wir werden an dieser Stelle mehr gemeinsam regulieren müssen, mehr gemeinsame Standards haben. Nur dann werden die Menschen wieder anfangen, dieses Europa tatsächlich als eine Antwort und nicht als den kalten Vollstrecker der Globalisierung anzusehen. Und da bin ich dann nochmal bei dem aktuellen Beispiel Italiens. Ich bin, nach meinem Eindruck ist es so, dass wir daraus die Lehre ziehen müssen, dass etwas nur richtig gemacht, und ich habe gar keine Kritik an dem Kurs von Monti, aber etwas nur richtig gemacht, nicht funktioniert, wenn es nicht hinreichend demokratisch legitimiert ist und von den Menschen als solches empfunden wird. Und dass dieses so empfunden worden ist in Italien, ist auch Teil einer Krisenbewältigungsrhetorik gewesen, wie sie insbesondere von Deutschland aus praktiziert worden ist. Es muss uns als Deutsche besorgen, wenn man überall in Europa nur sagen muss, man ist gegen Merkel und kriegt dann mindestens zweistellige Wahlergebnisse.
dann haben wir was verkehrt gemacht. Und das ist nicht nur eine Frage der Rhetorik, das ist eine Frage der Substanz. Und die Substanz lautete, dass wir in Europa darauf gedrängt haben, als Bundesrepublik Deutschland vielfach sich ausschließlich auf Sanieren zu konzentrieren und da übersehen haben, dass in der Krise nicht nur saniert, das ist richtig, wir brauchen Strukturreformen, sondern auch investiert werden muss. Der sichtbarste Ausdruck dafür, dass diese Politik offenkundig fortgesetzt werden soll, findet sich im mehrjährigen Finanzrahmen, der durch die Europäische Union, durch den Rat bisher durchgegangen ist, der noch nicht die Zustimmung des Parlaments gefunden hat. Ich will da gar keine Prognose zu abgeben. Aber wenn Sie die Summe sehen, ist es zum ersten Mal so, dass ein mehrjähriger Finanzrahmen gekürzt worden ist um 3,7% in der Krise. Und was schlimmer noch als das Volumen, ist in meinen Augen die Prioritätensetzung in diesem Volumen. Wenn ich an der Stelle sehe, dass für den Bereich für Wettbewerbsfähigkeit, Investitionen in transeuropäische Netze, also für all das, wo wir für Anschluss, für Wachstum und Beschäftigung gerade der südlichen Peripherie sorgen können, heute für die nächsten 7 Jahre 125 Milliarden Euro vorgesehen sind, für den Erhalt der ersten Säule, also der direkten Subventionen im Bereich der Agrarpolitik, aber mehr als das Doppelte mit 277 Milliarden, dann sind wir auf einer Haushaltslinie, wo wir genau das vernachlässigen, was die Menschen in einer Krisensituation bräuchten, nämlich das Zutrauen in eine ökonomische Entwicklung und dass Politik bereit ist, umzusteuern. Fazit: Wir brauchen mehr Europa. Dazu gehört eine Bankenunion. Dazu gehört eine vergemeinschaftete Steuerpolitik. Dazu gehört eine Harmonisierung der Sozialpolitik. Aber wir brauchen in den Bereichen der Mittel, wo wir was einsetzen, auch eine klare Orientierung hin für Investitionen in Infrastruktur, in Bildung, in Forschung und damit in Wettbewerbsfähigkeit. So kann man dann in eine Situation kommen, wo man vielleicht mal davon reden kann, wir würden jenseits der Krise uns bewegen. Vielen Dank. War ja ein klarer Fahrplan. Könnten wir jetzt auch nach Hause gehen, aber eigentlich sind wir da, um ein bisschen zu diskutieren. Und das heißt auch, noch mal ein paar kritische Rückfragen zu stellen. Die Ausgangsfrage von Jürgen Trittin, ja, wie kommen wir aus der Schuldenfalle? Und wenn man sich die Zahlen betrachtet seit 1999, dann hat innerhalb der Eurozone ist die Schuldenquote von 69% auf 92,9% gestiegen. Interessanterweise liegt sie höher als in der gesamteuropäischen Union, also ist höher innerhalb der Eurozone als im gesamten Durchschnitt. Da ist sie jetzt bei 86,8, auch nicht viel besser. Und darauf hat er, wenn ich das richtig rekapituliere, vor allem zwei Antworten gegeben. Die erste war eine partielle Vergemeinschaftung der Schulden mit einer entsprechenden Entlastung des Schuldendienst für die überschuldeten oder hochverschuldeten Staaten. Und die ist dann aber konsequenterweise gekoppelt mit massiven Eingriffen in die politische Souveränität der Schuldnerstaaten. Und darüber, finde ich, sollten wir noch ein paar Gedanken verschwenden. Also Jürgen hat ja das ja positiv formuliert im Sinne Vereinheitlichung der Steuerpolitik, gemeinsame Regulierungen, gemeinsame Sozialstandards. Aber der Kern besteht ja dann in einer, also dieser Verkoppelung von Solidarität und Verpflichtung besteht ja in einer rigiden Kontrolle der Fiskalpolitik der Staaten, die zu Transferempfängern werden. Ist das aus Ihrer Sicht, Frau Wedderdi-Mauro, ist das ein Kurs, der durchgehalten werden kann? Wir sehen ja heute schon, dass es eine wachsende Rebellion gegen diese Art von
in Anführungszeichen Fremdbestimmung gibt, ja, gegen diese diktierten Eingriffe in die Haushaltssouveränität. Sie waren ja beteiligt an diesem Vorschlag mit dem Schuldentilgungsfonds. Denken Sie, dass man auf Zeiträume von 20 Jahren tatsächlich die Staaten dann zu einer Entschuldungsplanung verpflichten kann, die von der Europäischen Gemeinschaft kontrolliert und notfalls auch durchgesetzt wird? Ich glaube, das ist nicht nur möglich, das ist einfach notwendig. Und diese Verpflichtungen haben die Staaten ja praktisch alle bereits übernommen. Nicht zuletzt mit dem Fiskalkompakt, auch zum Teil in ihre eigenen Verfassungen. Mit dem verstärkten Stabilitäts- und Wachstumspakt, die Verpflichtung, Verschuldung abzubauen, und zwar in einem vordefinierten Ausmaß, bis man auf 60 herunter ist. Auch diese Verpflichtungen sind sie eigentlich schon eingegangen, ohne allerdings das Gegenstück dazu zu haben, nämlich eine verbindliche, langfristige Perspektive, dass diese Verpflichtung auch zu einem erträglichen Ausmaß finanzierbar ist. Und das ist, was der Schuldentilgungspakt leistet. Also ich drehe das jetzt um. Ich sage, diese Verpflichtung ist notwendig. Das ist nicht eine zusätzliche Diktatur Deutschlands, ja, sondern es ist tatsächlich auch eine Gegenleistung dabei, nämlich eben die langfristige Perspektive für die Berge, die man abtragen muss, eine Hilfe zu bekommen. Nicht für das Neue. Und insofern ist der Schulden- oder Zinssozialismus durchaus zu relativieren. Es geht nicht darum, allgemein zu vergemeinschaften und allgemein die Zinsen nicht mehr als Marktsignal wirken zu lassen. Im Gegenteil. Und ich glaube, an der Stelle ist es auch noch wichtig hinzuzufügen, dass der Schuldentilgungspakt des Sachverständigenrats als Brücke gedacht ist, eine Brücke, die dazu dienen soll, diese Altlasten abzubauen auf sozialverträgliche Weise, deshalb 20 Jahre, sonst könnte man es auch auf 5 Jahre machen und dann wäre es halt eben nicht möglich. Das ist ja in einer Weise gerechnet, dass eine bestimmte Wachstumsrate damit vereinbar ist. Es ist aber nicht so, dass die Neuverschuldung automatisch vergemeinschaftet werden. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall, denn am Ende dieser Brücke steht nämlich eine Fiskalunion der besonderen Art, nämlich ein Insolvenzregime für Staaten, das an den 60% anhängt. Ich darf das vielleicht ganz kurz noch erläutern, weil dieser Teil meistens unterschlagen wird. Von hinten gedacht ist die Fiskalunion so, gemäß dieser Vorstellung, wenn wir in 20 Jahren oder vielleicht schon vorher, wenn wir Glück haben, alle auf 60% unten sind oder drunter, 60% Schuldenstand, dann kann man diese Marke nehmen als Anker einer marktdisziplinierenden Preissetzung. Warum? Weil man folgende Regeln einführen könnte. Die Finanzierung durch den ESM wird dann von vornherein, und zwar ohne weitere Bedingungen, kann man sich bedienen, wenn man unter 60% ist. Das ist so etwas wie einem vom Internationalen Währungsfonds, gibt es solche Programme. Man kann sich präqualifizieren durch gutes Verhalten, dann hat man sozusagen eine Kreditlinie, wenn man trotzdem plötzlich ein Problem bekommt. Das wäre unter 60%, aber über 60% wäre das nicht der Fall, dass man beim ESM Kredite bekommen kann, ohne nicht gleichzeitig Restrukturierung der Privatsektorgläubiger. Also mit anderen Worten eine Art von Insolvenzverfahren. Jetzt, das ist deshalb eine gute Idee, weil wenn man unter 60% anfängt, die Zinsen tatsächlich reflektieren werden, dieses Risiko, dass man irgendwann einmal beteiligt wird als Gläubiger und das Risiko tatsächlich auch trägt, im Gegensatz zur Vergangenheit. Das kann man nur machen. Also offensichtlich kann man ein solches Regime nicht einführen, wenn alle über 60% sind. Sonst wäre nämlich auch Deutschland bankrott, ja? Beziehungsweise eben in der Restrukturierung. Und deshalb ist diese Brücke des Schuldentilgungspakts durchaus eine nicht nur mittelfristig sinnvolle Idee, um aus der Krise herauszukommen, sondern es ist sogar eine sehr gute Idee, um langfristig eine Fiskalunion zu haben, wie ich denke, sie Deutschland wünschen sollte. Wenn ich nochmal auf den zweiten Part von Jürgen Trittins
ein Konzept kommen darf, der ging ja über die bloße Schuldentilgung hinaus. Jedenfalls Schuldentilgung durch Haushaltskonsolidierung, durch Einsparungspolitik, sondern das war ein investiver, sagen, Ansatz, dass wir uns sagen, nicht aus der Krise alleine heraussparen können, sondern dass wir gleichzeitig in Zukunft investieren müssen, in Modernisierung von Infrastruktur, in ökonomische Innovation, in Wissenschaft und Forschung, in Bildung. Wie soll das finanziert werden aus Ihrer Sicht? Das wäre nicht, also das Schuldentilgungspakt kann nicht alles gleichzeitig. Es ist ganz klar eine, und wäre aus meiner Sicht auch nicht sinnvoll, wenn da man auch noch dran hängen würde, eine bestimmte Kondition darüber, wie die Länder ihre laufenden Haushalte gestalten. Man hat, glaube ich, schon genügend an Konditionalität, wie Sie vorher ja angesprochen haben, darüber, wie dass man die Vergangenheit wie man die Vergangenheit los wird, sozusagen. Letztlich, wenn wir über diese investiven Fragen sprechen, dann sprechen wir ja irgendwie auch über europäische Mittel. Und vor dem Hintergrund bin ich auch mit Ihnen einig, ist es eigentlich schon sehr bedenklich, wenn man einerseits sagt, beispielsweise in dem Bericht der vier Präsidenten, wir brauchen mehr Puffer auf der europäischen Ebene, und dann im mehrjährigen im Finanzrahmen hingeht und sagt, aber jetzt, da wollen wir mal ein Zeichen setzen, dass wir weniger brauchen. Also das ist aus meiner Sicht nicht kompatibel. Die Frage, wie, dass man diese investiven europäischen öffentlichen Güter herstellt, das ist auch noch eine schwierige. Weil selbstverständlich, wenn man sozusagen mal von oben an her denkt, dann ist vielleicht das öffentliche Gut, das die größten Erträge abwerfen würde, nicht eine Straße zwischen, ich weiß nicht, um jetzt einfach gegriffen, zwischen Lissabon und Madrid, sondern vielleicht eher eine zwischen, ich weiß nicht, Berlin und Paris. Die ist allerdings dann eben nicht mehr so gut, wenn man das gleichzeitig als Krisenbewältigungsinstrument verwenden will. Und an der Stelle wird es schwierig. Ja. Direkte Replik darauf, Jürgen? Sonst habe ich eine Frage. Ich wollte gerne noch mal eine Sache vertiefen, die da eben war. Weil wir haben uns ja angewöhnt, übrigens auch und gerade zur, jetzt mal links der Mitte, wir sind jetzt auch gegen Schulden, aber wir nehmen das nicht so wirklich ernst. Ich sage das mal, ich will das an einem Beispiel erläutern. Ich habe jetzt mit meiner Fraktion und meiner Partei, haben wir uns lange hingesetzt, wie kann man so die strukturelle Unterfinanzierung von Bund, Ländern und Gemeinden bei der Bereitstellung öffentlicher Güter in den Griff kriegen, ohne erneut in Verschuldung auszuweichen. Subventionskürzung, Ausgabenkürzung, auch gewisse Einnahmeverbesserung. Das ist teilweise mit sehr schmerzhaften Operationen gemacht. Dann haben wir uns hingesetzt und in der Fraktion haben gesagt, das, was dabei rauskommt, das ist für uns, für die Vorbereitung zum Wahlprogramm, so die Obergrenze. Und Wünsche können nur innerhalb dessen, was dabei rauskommt, realisiert werden. Wer jetzt mehr will für die eine Sache, also wer über die 0,7% Bruttosozialprodukt raus will, der muss dann irgendwie sagen, ich gebe weniger für die Kommunen oder so ein Zielkonflikt. Ich will mal eine Hausnummer nennen, was wir mit einem Programm, wo einige Leute schon sagen, oh, das ist auch schmerzhaft, ne? Spitzensteuersatz, ne? Abbau ökologisch schädlicher Subventionen, Streichung der Bundeswasserstraßenverwaltung, also so in diesem Mal. Da haben wir ein Umverteilungsvolumen bezogen auf dem Haushaltsjahr von 2014 von 12 Milliarden zusammengekriegt. Für den Bundeshaushalt. Länder nochmal ungefähr die gleiche Größenordnung. Wir hätten überhaupt kein Problem, wenn wir uns im zweitgrößten Etatposten des Bundes bedienen könnten. Der zweitgrößte Etatposten des Bundes in diesem Jahr ist der Schuldendienst. Wir zahlen in diesem Jahr nicht 12, auch nicht 24, sondern 36 Milliarden Euro an Leute, die uns als Bundesrepublik Deutschland, weil sie das Geld mal über hatten, mal Geld geliehen haben. Und das in einer Situation extrem niedriger Zinsen. Das heißt, diese ganze Operation, die wir jetzt hier mit viel Aufwand gemacht haben, um das Dreifache übertroffen, ist der Kern des Problems, vor der politische Gestaltung steht. Und das ist der Grund, warum ich
nachdrücklich der Auffassung bin, ja, man muss solide wirtschaften, man darf kein Geld verschwenden, aber wir müssen zu einem alten Grundsatz zurückkehren. Gemeinschaftsaufgaben müssen einnahmefinanziert werden. Wenn sie nicht einnahmefinanziert werden können, dann kann es natürlich für Investitionen auch eine Fremdkapitalfinanzierung für einen bestimmten Zeitraum geben, aber keine laufenden Ausgaben für die Gemeinschaft, die daraus bezahlt werden können. Und das ist eigentlich das, wo man sich dieser Herausforderung stellen muss, wenn man aus der Überschuldung rauskommen will. Das ist der Grund, warum wir zum Beispiel die Entwicklung einer Vermögensabgabe strikt an die Zweckbindung angebunden haben, zum Zwecke des Schuldenabbaus, also Abbau der Schulden aus der Finanzkrise. Da gibt es ja diesen schönen eigenen Fonds für, kann man richtig schön festlegen, der wird dann so und so viel über 10 Jahre abgebaut. Das ist nicht, weil uns das besonderen Spaß macht, Millionäre abzukassieren, das mögen andere Spaß dran haben. Wir wollen aus diesem Problem der Verschuldung an der Stelle raus und dafür zweckgebunden eine Vermögensabgabe. So vielleicht so, weil es eben keine abstrakte Geschichte ist, man hat nur Schulden. Es behindert heute in der Gestaltung und aktiven Umgestaltung der Finanzierung von Investitionen. Darf ich Sie... Direkte Replik, ja? Eine Frage. Ich meine, ich kann dem nur zustimmen, aber die Frage, so wie ich Sie verstanden habe, und das ist die Frage, ginge es ja um eine vermehrte Investition auf der europäischen Ebene, gerade auch angesichts der Krise. Und die Finanzierung deren wäre dann über eine europäische Steuer oder was ist da die Vorstellung? Also wir Grünen haben uns ja beliebt dadurch gemacht bei den anderen Parteien, dass wir erstens die Kanzlerin ein bisschen mitgedrückt haben und auch den kleinsten der drei Koalitionspartner, die FDP, sich für eine neue Steuer auf Finanztransaktionen einzusetzen. Jetzt kann man dafür so oder so der Auffassung sein. Wir waren der Auffassung, dass dieses eigentlich zur Verfügung stehen müsste für Europa, also für eine europäische Investition. Wir wissen, das ist das Problem, weil das im Wege der verstärkten Zusammenarbeit geschieht, dass man dann ein Problem kriegt, wenn es nicht alle 27 an dieser Stelle machen. Das ist unser Grundgedanke. Wir sind definitiv der Auffassung, dass man die Eigenmittel der Europäischen Union stärken muss, um langfristig hier auch eine politische Verantwortung zu haben, nämlich zwischen denen, die Haushaltsentscheidungen im Sinne des Ausgabens treffen, auch für die Einnahmeseite verantwortlich sein. Ich weiß, dass das nicht von heute auf morgen geht. Wir werden uns nicht von heute auf morgen von den nationalen Beiträgen verabschieden. Aber dieses schrittweise an solchen Stellen zu relativieren und zu verändern, ja. Was den aktuellen Haushaltsrahmen angeht, da waren wir ja auch im Konflikt mit unserer Europafraktion eher super pragmatisch. Wir haben immer verhandelt auf der Basis des Entwurfs der Kommission. Der war nicht wesentlich ausgeweitet gegenüber dem vorherigen und wäre nach unserer Auffassung dazu in der Lage gewesen, deutlich andere Schwerpunkte zu setzen, gerade in dem Bereich Wachstum und Beschäftigung. Und dann hätte man durch andere Prioritätensetzung sehr viel mehr hingekriegt als durch Fresh Money. Ich würde gerne ein Fragezeichen daran setzen, ob dieser Weg verstärkter Investitionen in Europas Zukunft alleine oder auch nur vorrangig über den EU-Haushalt verfolgen kann. Meines Erachtens führt kein Weg daran vorbei, dass man auch die Investitionsfähigkeit der Staaten wieder stärken muss. Das ist zum Teil eine Frage der politischen Prioritäten. Wenn wir ein bisschen zurückgucken seit den 70er Jahren, sind die Investitionsquoten im Bund und Länder kontinuierlich gesunken. Das ist eine Frage der politischen Präferenzen. Aber es ist natürlich auch eine Frage, wieder zusätzliche finanzielle Spielräume durch Schuldenabbau zu schaffen. Das kann man jetzt auf zwei Wegen machen. Durch eine stärkere Besteuerung der Vermögenden, höhere Einkommenssteuer oder Vermögensabgaben, wie es die Grünen vorschlagen. Man kann es ja aber auch tun durch einen direkten Abschlag auf Staatsanleihen, also den berühmten Haircut. Das ist einmal durchexerziert worden
wenn ich das richtig sehe, am Beispiel Griechenlands. Und dann hat man es sehr schnell fallen lassen. Ich wollte Sie fragen, was Sie sagen, davon halten. Heute habe ich zufällig mitbekommen, dass die Anleihen, und zwar die Sekundäranleihen, also die zweitrangigen Anleihen einer holländischen Bank, SNS, komplett annulliert worden sind. Also die Inhaber dieser Anleihen sind mit einem Federstrich enteignet worden. Das war ja mal eine ziemlich populäre Idee, dass man diejenigen, die riskante Finanzierung gezeichnet haben, mit hohen Renditen auf dem Papier, dass man die stärker zur Kasse bitten muss durch eine Entwertung dieser Anleihen. Was halten Sie davon? Also da muss man, glaube ich, ganz, Sie haben zwei Beispiele genannt. Sie haben ja einerseits Staaten und andererseits Banken. Und ich glaube, da muss man unterscheiden. Bei den Banken und insbesondere, dieses Beispiel ist mir jetzt nicht bekannt, insbesondere wenn es sich um jetzt nicht große und in einer systemischen Krise sich befindenden Situation handelt, dann sollte es absolut die Regel sein, dass man zunächst einmal in der Reihe der Gläubiger ihrer Prioritäten diese zur Kasse bittet. Und das fängt natürlich an bei den Eigentümern und das geht dann weiter bei denjenigen, die unbesichertes Fremdkapital geliehen haben. Das ist alles in der Finanzkrise eigentlich in Europa nicht geschehen. Und deshalb, das ist ja auch Teil dessen, was die Wut der Leute ausmacht, darüber, dass hier im Prinzip die Gläubiger unbesehen schadlos gehalten wurden. Warum aber, muss man fragen, ist das nicht geschehen, weil man letztendlich die Mechanismen nicht hatte, die Regimes nicht hatte, diese Abwicklungsregimes nicht hatte, weil es keine Bankenunion gab, die das hätte leisten können, das in einer solch schonenden Form zu machen, dass man nicht immer weitere Ansteckungseffekte hat. Das allerdings, glaube ich, ist, das kann man schneller realisieren und sollte zumindest für die nähere Zukunft realisierbar sein, dass man, ich nenne es einfach mal, dass man ein Insolvenzregime für Banken hat, das tatsächlich auch funktioniert. Jetzt für die Staaten, da komme ich zurück zu meinem Punkt von vorher. Wenn man jetzt hingeht und, also Griechenland kann man nicht als Beispiel nehmen dafür, es ist natürlich, man kann es als Beispiel nehmen für eine gewisse Entlastung des griechischen Staats im Schuldenstand. Aber was dort geschehen ist, war eine Vereinbarung, die man letztlich, sagt man freiwillig, ja, man hat den Gläubigern gesagt, beteiligt euch doch bitte freiwillig an einem Verlust. Genau, und danach haben sich da nicht so viele beteiligen wollen, dann musste man mehr Druck aufsetzen und dann war es noch ein bisschen schwieriger, weil die Deutschen und die Franzosen und wie kriegt man das hin, das alle und so. Also letztendlich, die griechische Umschuldung kann sicher nicht Modell oder Pate stehen für weitere, das war ein ziemliches Chaos und hat im Endeffekt auch nicht genügend gebracht. Und die Rückkauf der Anleihen durch Griechenland selbst hat mit zu einem starken Preisanstieg auf griechischen Anleihen geführt. Das ist natürlich schön für diejenigen, die dann diese Anleihen noch halten. Die haben große Gewinne gemacht. Mit Griechenland konnten sie im letzten Jahr viele Gewinne machen. Ja. Also das ist alles nicht besonders, besonders sinnvoll gewesen, würde ich jetzt mal sagen. Warum spreche ich gegen diese Art von Gläubigerbeteiligung heute? Nun ja, weil diese Art von Gläubigerbeteiligung beziehungsweise die Androhung einer Gläubigerbeteiligung heute ist teilweise das gewesen, was die Staatsschuldenkrise erst beschleunigt hat. Das ist der berühmte Strandspaziergang von Deauville gewesen, in dem sich Sarkozy und die Bundeskanzlerin darauf geeinigt haben, schon 2013 eine solche Gläubigerbeteiligung einzuführen. Daraufhin haben 2010 die Gläubiger gesagt, das finden wir aber nicht so lustig und haben entsprechend ihre Erwartungen an die Preisaufschläge erhöht. Das hat sich die Bundeskanzlerin immer wieder vorwerfen lassen müssen mit den entsprechenden Grafiken und damit erst diese Beschleunigung ausgelöst. Also Deauville sollte man nicht wiederholen, auch wenn das Konzept einer Insolvenzregime für Staaten absolut richtig ist, muss man halt zuerst die Bedingungen dafür herstellen, damit das stabilisierend ist und nicht destabilisierend. Also Antwort auf Ihre Frage, für Staaten sollte man jetzt nicht hingehen und dieses Deauville-Gespenst wieder aufleben lassen.
Jetzt haben wir es gerade, oder jetzt hat Herr Draghi das gerade so schön begraben. Und das aber perspektivisch, wenn die Altschulden abgetragen sind, dann kann man natürlich sagen, so ab jetzt ist auch das Risiko bei Staaten vorhanden. Nachdem die Überschuldung weg ist, kann man ein Insolvenzregime einführen für Staaten. Im Übrigen, das gibt es weltweit nicht. Es gibt kein Insolvenzregime für Staaten. Auch für die Amerikaner nicht, es gibt es nirgends. Und deshalb wäre das tatsächlich wirklich ein Novum. Vielen Dank. Ich würde jetzt Ihnen gerne die Möglichkeit geben, sich einzuschalten mit Fragen oder sehr knappen Statements. Wir sammeln ein bisschen. Es gibt ein Mikrofon in der Mitte, da können Sie, oder wir tragen es rum. Ja, genau. Okay. Ja, ja. Stellen Sie sich bitte kurz vor. Und ja, Friedrichs, so ein einfacher Grüner aus Berlin. Vorhin bei den Eingangsstatements hatte ich so ein bisschen den Eindruck, da wurden mal sehr zwei unterschiedliche Bereiche angerissen und davon ist nur ein Bereich jetzt weiterentwickelt worden. Es gab ja mal so ein bisschen die Frage, ja, hier gibt es das Papier, wie das in der Zukunft mit der EU vielleicht aussehen könnte und denkt doch mal über eure Visionen nach. Und naja, die weitere Diskussion ging dann eigentlich wieder zurück. Wir sind mitten im Krieg, im Krisenmanagement und die Visionen sind irgendwie runtergefallen. Ich wollte nur mal fragen, ob man nicht doch mal die, ja, oder auch an Jürgen speziell, der das Thema ja bisher eigentlich nicht aufgegriffen hat oder nur mit Einzelschritten aufgegriffen hat, wie man denn dazu kommen könnte, mal über nähere Schritte in der EU, über weitere Schritte in der EU, auch in der EU-Verfassung nachzudenken, nämlich man das Problem, dass die Bürger dem System nicht trauen oder den Entscheidungen nicht trauen, weil sie nicht demokratisch richtig legitimiert sind. Das gibt es ja nicht nur vielleicht bei irgendwelchen vermeintlich aufgedrückten Entscheidungen in Italien, sondern vielleicht auch bei einer EU, die ja von sowas geleitet wird wie einem Bundesrat. Also die Frage ist, ob man da weiterkommt. Vielen Dank. Herr Trittin, Sie sprachen ja in der Angelegenheit des Euro für ein mehr Europa sich aus. Halten Sie es denn für sinnvoll, dass die Eurozone auch in diesem Sinne erweitert wird, dass die Staaten wie Polen, Tschechien, Bulgaren, Ungarn und die baltischen Staaten mit in die Eurozone umgehend mit aufgenommen werden? Oder sollten erstmal die Kernländer Europas erstmal sehen, aus der Krise selber herauszukommen, ehe wir die noch aufnehmen? Okay. Und zweitens, ich begrüße es auch, dass Sie eine einheitliche Steuerfinanzierung Europas anstreben. Das ist sehr wichtig. Ja, das wäre gut. Vielen Dank. Wir nehmen jetzt noch die beiden und dann machen wir wieder eine Runde auf dem Podium und gehen dann nochmal in den Von Saal. Maiwurm, mein Name, ich bin Politikwissenschaftlerin und habe hier in Berlin ein Institut für Führungskunst. Meine Frage richtet sich auf den Diskussionszusammenhang der Alternativwährungen. Also die Grundfrage ist ja, inwieweit Finanzen generiert werden können, um Investitionen zu betreiben, die in dem herkömmlichen System existieren, oder ob es ein alternatives System gibt, der Regionalwährung oder der Alternativwährung, das hilft, Finanzen zu generieren, die nicht über den Zinsmechanismus laufen. Wir haben so etwas seit langer Zeit in der Schweiz, der sogenannte Wir, der in der Krise der 30er Jahre entwickelt worden ist und der dazu geführt hat, dass man Investitionskapital generieren kann, ohne über den regulären Bankenmechanismus zu gehen. Es gibt einen sehr breiten Diskussionszusammenhang über solche Regionalwährungen und mich würde einfach interessieren, inwieweit Sie diesen Diskussionszusammenhang überhaupt einbeziehen, reflektieren und welche Möglichkeiten Sie darin sehen. Vielen Dank. Mein Name ist Galaske, ich bin als Gast in Berlin, komme eigentlich aus Idar-Oberstein im Hunsrück.
Ich möchte mal fragen, oder kann es sein, dass vielleicht an den verkehrten Ursachen rumgedoktert wird und dass die Krise überhaupt keine Finanzkrise ist oder nur sekundär eine ist und primär eine Energiekrise ist? Weil wir wissen alle, dass in den letzten 10 Jahren die Energiepreise explodiert sind und dass gerade diese Krisenländer eben ihre Rechnung nicht mehr in der Form bezahlen kann, beziehungsweise das Handelsbilanzdefizit immer größer wird durch die Ölrechnung. Und Geld kann ich nur einmal ausgeben. Entweder tilge ich meine Schulden oder ich kaufe mir Öl. Okay, vielen Dank. Wer will beginnen? Dieser Effekt der steigenden Energiepreise ist wahrscheinlich nicht so groß wie der Effekt von steigenden Häuserpreisen. Der tatsächliche, sagen wir mal, eine Vielzahl abgesehen von Griechenland, die anderen Krisenländer waren dadurch gekennzeichnet, dass sie im Vorfeld eben letztlich eine Immobilienpreisblase gehabt haben. Und diese Verschuldungsdynamik, die dort eingesetzt hat mit dem plötzlichen Abbruch, wenn eben der Vermögenswert, der Verschuldung unterliegt, nicht mehr den Wert hat wie vorher. Das ist das fast schon klassische Muster, das wir kennen, das solche Verschuldungskrisen auslöst im privaten Sektor. Der öffentliche Sektor, die Verschuldung im öffentlichen Sektor, die ist dann in den meisten Ländern eigentlich eine sekundäre Erscheinung gewesen, war dann schon die Antwort auf die Finanzkrise und den Versuch, dadurch, dass man nicht dagegen angespart hat im 2009, 2010, den Versuch, die Konjunktur nicht allzu stark zu bremsen. Und dadurch haben sich diese großen Haushaltsdefizite dann geöffnet. Auch da ist der Energiezusammenhang nur allenfalls mittelbar vorhanden. Also insofern würde ich sagen, ich würde das nicht ganz ausschließen, aber primäre Ursachen sind schon in gewissen Ländern, Griechenland insbesondere, die öffentliche Verschuldung ursprünglich, in den anderen ist es die private Verschuldung, getrieben durch eine Vermögenspreisblase, die zu spät erkannt und nicht gebremst wurde. Aber dann kommt hinzu, und da bin ich völlig bei Ihnen auch mit Ihrer Aussage, warum wurde daraus dann aus einer Verschuldungssituation, die auf der europäischen Ebene, auf der Eurozone-Ebene sich nicht schlechter präsentiert als die Vereinigten Staaten, warum wird daraus dann ein Währungsthema? Und an der Stelle kommt dann hinzu letztendlich die Verfallstendenzen, die eingesetzt haben. Die Tatsache, dass spekuliert wurde darauf, dass einzelne Länder austreten könnten. Und sobald sie diese Austrittswahrscheinlichkeit mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit bewerten, die Konsequenzen davon sind so groß, dass sie als Finanzmarktakteur vernünftig sind, wenn sie dafür eine ziemlich große Risikoprämie verlangen. Und damit setzt dann eben bis Mitte letzten Jahres der zunehmende und sich beschleunigende Zerfall de facto schon ein. Insofern würde ich die Ursache, glaube ich, schon sozusagen woanders verorten. Und wenn ich doch die zweite Frage mit den Parallelwährungen aufgreifen darf, ja, also ich bin zwar aus der Schweiz, dieser Wir-Fall ist mir jetzt zu wenig bekannt, aber die Idee muss ja irgendwie die sein, dass eine Gemeinschaft oder dass eine Region eben sagt, okay, wir sind bereit, gewisse Ausgaben zu tätigen, Investitionen zu tätigen auf einer anderen Vertrauensbasis. Wir schaffen hier eine Währung, die, wenn man zum Beispiel damit eine Bergbahn finanzieren will, typischerweise eben dann etwas weniger produktive Investitionen sind, die auch nicht Rendite abwerfen, bei denen bekommt man dann eine Fahrt im Jahr und ein Mittagessen anstatt Zinsen. Und damit kann man ja auch zufrieden sein. Aber ich fürchte, damit kann man nicht im großen Stil hantieren. Wenn man wirklich im großen Stil hantieren will, dann muss man auf die Währungen zurückgreifen. Jürgen, an dich ging ja unter anderem die Frage nach Vision für die Finalität Europas. Vereinigte Staaten von Europa, Zweikammersystem, Fischer-Humboldt oder was ist? Brauchen wir das und welche? Ich will vielleicht anfangen mit noch einer Bemerkung zu dieser Energiefrage. Ich teile die Einschätzung, was die Krisenkausalität angeht.
Man muss allerdings darauf hinweisen, dass ein Teil des Handelsbilanzdefizits, wir denken ja immer als Deutsche, wir haben einen Handelsbilanzüberschuss, aber die Europäische Union hat ein Defizit, in einer Größenordnung belegt, wenn wir weniger Energieimporte hätten, hätten wir ein deutlich geringeres Defizit. Und deswegen glaube ich, dass wir gut daran tun, nicht nur aus Klimagründen, sondern aus Gründen, die uns langfristig von der Entwicklung, gibt es auch viele Hoffnungen, dass es jetzt alles super billig wird mit Shellgas, von diesen Entwicklungen ein Stück abzukoppeln und auf diese Weise Wertschöpfung bei uns zu generieren. Das ist für mich der entscheidende Punkt im Sinne einer stabileren ökonomischen Entwicklung und nicht so zu tun, als wenn das Problem Griechenland, die in der Tat ein Finanzproblem mit dem Import hatten, da auf den Rest Europas einfach so zu übertragen. Was die Visionen angeht, ich habe mich vielleicht ein bisschen verklausuliert ausgedrückt. Aber das hat damit zu tun, dass ich mich ständig sozusagen zwischen zwei Sphären zu bewegen habe. Auf der einen Seite meine grünen Europäer, die eigentlich alle Visionen bis hin zu einem Vereinigten Staaten von Amerika aufgeschrieben haben, das institutionell total gut durchbuchstabieren können, und auf der anderen Seite Begegnungen auf den Marktplätzen, die ganz praktisch fragen, was bringt uns dieses Europa? Und deswegen ist meine Antwort eher andersrum ausgefallen, als von oben sozusagen von dem fertigen Modell, von der Endfinalität auszugehen, sondern zu entwickeln aus der jetzigen Situation. Was brauchen wir? Wir brauchen eine durchgehende Mehrheitsentscheidung in allen Politikbereichen. Das vertreten wir Grünen auch schon ziemlich lange. Haben wir schon bei den Verhandlungen zum Verfassungsvertrag in der Kabinettssitzung, in der Bundesregierung damals als Verhandlungsposition durchgesetzt. Wir haben sie nicht in der Außenpolitik, wir haben sie nicht in der Steuerpolitik. Und diese Defizite müssen beseitigt werden. Diese Defizite zu beseitigen, wird nicht gelingen in einem schnellen Anlauf einer Vertragsänderung. Da muss man sich nichts vormachen. Es wird ein mühsames Zerren und Zergeln werden, wie es bei der Frage, übrigens auch einer visionären Idee, bremst die Spekulation, beteiligt die Finanzmärkte an den Kosten der Stabilität, der Einführung der Finanztransaktionssteuer. Eine große Idee, Grüne 20 Jahre für gestritten, in der Umsetzung, im Klein-Klein am Tisch des Kabinettes hier in Berlin so lange durchverhandelt, bis eine deutsche Bundesregierung gegen den Willen zweier ihrer Koalitionspartner gesagt hat, jawohl, wir kommen wohl nicht anders drumherum, jetzt führen wir diese schrittweise ein. Und ähnlich vollzieht sich das in meinen Augen in der Frage einer stärkeren, vergemeinschafteten Steuerpolitik. Wir werden Solidarität und ähnliche Aktionen wie gegenüber Irland künftig nur noch leisten können, wenn gleichzeitig diejenigen, die sich da zur Solidarität zusammenfinden, auch auf diesem Gebiet schrittweise vorangehen. Das heißt, der Prozess, zu mehr Europa zu kommen, ist ein mühsamer, ein sehr pragmatischer. Am Ende des Tages wird ein Gebilde stehen, das ist mehr Bundesstaat als heute. Und trotzdem wird er immer noch weite Elemente eines Staatenbundes haben. Und wir werden die Dualität nach wie vor haben, dass wir einen Rat haben, in dem mit der Mehrheit der Mitgliedstaaten und der Mehrheit der Bevölkerung auf der einen und die Gesetzgebung auf der anderen Seite mit der Mehrheit der direkt gewählten Abgeordneten da ist. Den Deutschen ist diese Form der Teilung nicht ganz fremd. Nur das, was wir nicht mehr akzeptieren dürfen, ist, dass der Fortschritt in der Richtung Vergemeinschaftung, der mit dem Vertrag von Lissabon gelungen ist, fast parallel dazu aufgefressen worden ist, weil man einen Bypass geschaffen hat in der Gestalt des Europäischen Rates, in dem die Staats- und Regierungschefs wieder alles an sich ziehen außerhalb der Gesetzgebung
Und in diesem Gremium, da gilt wieder, der Langsamste gibt den Ton an, weil das ist ein einstimmiges Gremium. Die starke Rolle von Cameron beruht unter anderem darauf, dass Frau Merkel und Herr Sarkozy sehr viele Dinge im Zuge der Krise in den Europäischen Rat geholt haben, die in den normalen Ratsformationen und in der ganz normalen Kodezision reingehört haben. So mühsam ist das Geschäft. Die große Vision von Europa realisiert sich am Ende als Echternacher Springprozession. So, vielen Dank. Wir haben noch Zeit für eine ganz knappe zweite Runde. Ich habe hier zwei Wortmeldungen. Oh, jetzt sind schon wieder zu viele. Die kann ich nicht alle dran nehmen. Wir beginnen mal mit Michaele Schreier und dann Sie. Sie hatten sich vorhin schon gemeldet. Genau. Als in den 80er Jahren die ersten konkreten Schritte in Richtung Währungsunion gegangen wurden, dann war schon klar, dass man angesichts der unterschiedlichen ökonomischen Ausgangssituation der Mitgliedstaaten Instrumente braucht, um eben den Schwächeren zu helfen. Man hat damals den Kohäsionsfonds geschaffen und wusste, man hat hiermit ein Instrument, um zentral langs nicht so weit wie ein Finanzausgleich, aber Mittel zur Verfügung zu stellen. Und wir haben jetzt gesehen, dass der europäische Haushalt immer kleiner wird. Und das hat natürlich auch etwas mit der Krise zu tun und man geht in die falsche Richtung. Und Jürgen, er ist nicht nur dann in der nächsten Periode um 3% kleiner. Wenn ich die Größe vergleiche mit den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre, so lag der Anteil des europäischen Haushalts am Bruttoinlandsprodukt der Europäischen Union um circa 30% höher, als er im Jahre 2020 sein soll. Das heißt, man nimmt Steuerungsinstrumente zurück, anstatt sie zu stärken. Ein zweites Beispiel. Wir haben in der Europäischen Union für die Staaten, die nicht Mitglied der Eurozone sind, haben wir das sogenannte Balance of Payment Assistance Instrument. Also das heißt, wenn Staaten in Zahlungsbilanzungleichgewichte kommen, dann können ihnen Kredite gewährt werden. Das hatten wir jetzt für die Eurozone nicht. Das heißt, man muss hier wieder nachbessern. Ich möchte Frau Weder de Mauro fragen nun, wie ihre Position ist zu diesem, was in dem Four Presidents Paper vorgeschlagen wird, eben zu diesem Instrument der Fiscal Capacity. Das ist nicht neu, dass das in der Kommission überlegt wird. Aber wir haben hier das Problem der unterschiedlichen Größe der Mitgliedstaaten. Um es konkret zu sagen, es wurde, als im Jahr 2003, 2004 Frankreich und Deutschland die kranken Männer von Europa waren, wurde das überlegt, ob man nicht so ein Instrument braucht, um diese unterschiedlichen asymmetrischen Schocks auszugleichen. Und das war natürlich ein Problem angesichts der Tatsache, dass die zwei größten Ökonomien da in einer schwierigen Situation waren, was dann, wenn man es wirkungsvoll hätte machen wollen, für die kleinen Staaten eine hohe fiskalische Belastung gewesen wäre. Also, wie würden Sie sagen, sollte man mit diesem Problem der unterschiedlichen Größe umgehen, denn man kann nicht ein Instrument bauen, das nur für die kleinen Staaten da ist, sondern man muss auch damit rechnen, dass wieder große Staaten in schwierige Lage kommen. Dann habe ich eine Frage an Jürgen Trittin zum Altschuldentilgungsfonds. Ich habe aus deinen Worten sehr deutlich gehört und kenne ja auch die Aussagen im Bundestag, Sympathie für den Vorschlag des Altschuldentilgungsfonds, der in dem Europäischen Parlament ja sehr große Unterstützung findet, auch bei der liberalen Fraktion, also auch die Zinssozialisten sind auch bei den Liberalen dort sehr stark vertreten. Die Europäische Kommission hat jetzt in dem Two-Pack zugesagt, dass sie eine weitere Expertengruppe einsetzt, weil das Parlament gesagt hat, wir wollen jetzt die konkrete Ausarbeitung einer solchen Möglichkeit. Was würden die Grünen machen, wenn sie ab September oder sagen wir Oktober in der Bundesregierung wären, um auf europäischer Ebene den Vorschlag weiter zu entwickeln? Vielen Dank. Jetzt Sie bitte. Moment, Sie waren schon. Wenn wir uns ein paar Antworten haben. Bitte sehr. Nein, machen Sie. Ja, vielen Dank. Wolfgang Klomp vom Bundesverband Deutscher Volks- und Betriebswirte. Zwei, ich hoffe, ganz knappe Fragen.
Die erste adressiert an die Fachfrau, Frau Wieder Di Mauro, betrifft Bankenunion, zwar die Komponente europäische Bankaufsicht. Jeder hält das für Common Sense, dass eine gemeinsame Währung auch eine europäische Bankaufsicht erfordert. Nur den Euro haben wir seit 13 Jahren. Die Forderung, jetzt mal ernst zu machen mit einer Aufsicht, gibt es erst seit 1-2 Jahren. Und erst seitdem beschlossen worden ist, dass die maroden Banken in verschiedenen Mitgliedstaaten direkt rekapitalisiert werden können aus dem Geld des ESM. Vorher gab es massiven Widerstand, habe ich selbst erlebt in Brüssel dagegen. Jetzt müsste man doch naiv sein, um den Hintergedanken nicht zu merken, den nicht zu erkennen. Dann, wer soll die Europäische Bankaufsicht durchführen? Die Europäische Zentralbank. Die EZB ist natürlich Gläubiger der maroden Banken. Sie hat ihnen ja Kredite gegeben, hat dafür Sicherheiten gekriegt, die häufig nichts wert sind. Betrifft besonders diese Emergency Liquidity Assistance. Also kann die EZB ja auch nur ein Interesse daran haben, dass keine Bank pleite geht. Also müsste Draghi sagen, nicht nur der Euro wird gerettet, kostet es, was es wolle, sondern jede Bank wird gerettet, kostet es, was es wolle. Denn sonst trifft die EZB selber. Häufig wird gesagt, Maastricht konnte nicht funktionieren wegen der großen Konstruktionsfehler, die man da eingebaut hatte. Ich halte das für einen enorm schwerwiegenden Konstruktionsfehler. Man wird letztlich dann nur die Alternative haben, die alternative Wahl zwischen inflationärer Geldpolitik der EZB oder Rekapitalisierung, Rettung der maroden Banken aus dem Geld des ESM und damit letztlich der Steuerzahler. Und nur noch eine kurze Bemerkung zu Herrn Trittin. Dem Politiker, Herr Trittin, Sie verlangen mehr Europa. Tja, das tun viele, nur ich frage, wer macht da mit? Macht Frankreich da mit? Hören Sie ein ganz klares No. Keine weitere Übertragung von nationaler Souveränität auf die europäische Ebene. Okay. Was sagt die europäische Bevölkerung dazu, Herr Trittin? Europa ist völlig diskreditiert worden durch die Euro-Krise in den peripheren Ländern, auch in den solventen Ländern. Italien hat gezeigt, Sie haben es ja selber gerade gesagt, dass man mit Anti-Europa-Politik, indem man die Merkel kräftig kritisiert, noch zweistellige Wählerstimmen gewinnen kann. Gut, ich glaube, also ist jetzt angekommen. Ich frage mich, wer macht da mit? Oder anders gesagt... Entschuldigung, jetzt bitte kein Co-Referat. Wir sind wirklich am Ende unserer Zeit. Gesagt, ich würde gerne noch zwei Leute zu Wort kommen lassen. Herr Trittin, meine kurze Frage ist, hat die Politik nicht inzwischen den Kontakt zur Realität verloren? Danke. Vielen Dank. Ja, Simon Wolf, mein Name hier aus der Stiftung. Ich habe zwei Fragen. Zuerst an Frau Wieder Di Mauro. Sie sagten, Gläubigerbeteiligung sei erst möglich mit einer Staateninsolvenzrecht. Jetzt gibt es ja gute Gründe, warum es das international noch nicht gibt, haben Sie ja auch gesagt. Wenn ich das richtig verstehe, bräuchten wir Modelle, das Prinzip, wo Gläubigerbeteiligung möglich wird, bevor Staaten insolvent gehen, weil Staaten manchmal insolvent gehen, weil es viele Interessen gibt. Was für Modelle gibt es denn da, dass Gläubigerbeteiligung eben greifen kann, bevor es zu einer wirklichen Insolvenz kommt? Was denn da, können da Kriterien sein und wer würde da die Entscheidung treffen? Da gibt es dann nur Modelle, wo die Gläubiger selber im Prinzip zustimmen müssen, diese Collective Action Clause, da gibt es auch Modelle, wo im Prinzip andere Ebenen entscheiden können. Die zweite Frage an Herrn Trittin. Sie sagten, Ziel muss sein, eine viel stärkere Einnahmenfinanzierung von Gemeinschaftsaufgaben. Meine Frage wäre, also wie radikal war diese Aussage gemeint? Also wie hoch darf Schuldenaufnahme noch sein von Staaten dann? Und würde das bedeuten, dass man ein Ende des Modells hat, was ja zurzeit für beide Seiten sehr interessant ist, dass Staaten sich sehr stark über Fonds finanzieren, Rentenfonds, Pensionsfonds und die natürlich auch ein starkes Interesse daran haben, weiter diese Finanzierung zu leisten, weil sie daran auch Geld verdienen. Also muss das Modell damit zu Ende gehen, wenn man das hätte. Okay, vielen Dank und vielen Dank auch für die Vorbereitung der Veranstaltung, Simon. Letzte Wortmeldung, Sie müssen sich jetzt einigen, eine noch. Ja, ich würde sagen, Sie haben das Thema verfehlt. Also, auch vielen Dank. Das Thema hätte heißen müssen, europäisches Krisenmanagement ohne Ende. Nicht darauf beschränkte sich nämlich die Diskussion. Das Politische, das Sie hier eingeflochten haben, das war nur aufgesetzt. Und wenn Sie weitere Perspektiven für ein größeres Europa oder so andeuten, dann ist das für mich angesichts der Situation pure Heuchelei. Die Europapolitik wird zurzeit allein durch die Finanzen bestimmt und dirigiert. Und wissen Sie, weshalb das bei den Amerikanern einigermaßen läuft jetzt wieder?
weil die damit einverstanden sind, dass die Finanzindustrie den Staat gekapert hat. Hier gibt es zu viele Widerstände. Hier gibt es zu viele Widerstände politischer Art gegen ein Kapern der EU durch die Finanzindustrie. Also das italienische Wahlergebnis ist bezeichnend dafür. Nicht, dass es Widerstände gibt. Was tun wir eigentlich, damit die Politiker und Herr Monti steht da oben an, nicht mit der Finanzindustrie identifiziert werden. Wir brauchen Politiker, die nicht aus der Krise gewinnen, sondern aus der Krise eher verlieren. Gut, vielen Dank. Wir müssen jetzt zu einem Schluss kommen hier. Und ich würde gerne Frau Weder Di Mauro bitten zu eröffnen. Das waren jetzt eine ganze Reihe von sehr substanziellen Fragen, mit denen man nochmal den nächsten Abend bestreiten könnte. Also entscheiden Sie, was Sie davon aufgreifen. Ich versuche knapp zu machen. Es sind tatsächlich ganz wichtige Fragen, die gestellt wurden. Die erste Frage, kann man mit diesem europäischen, zusätzlichen europäischen Budget für die Eurozone, was kann man damit bewirken? Und würde es auch funktionieren für große Länder? Meine Antwort darauf ist wahrscheinlich nicht. Und ich glaube, das sollte man auch gar nicht versuchen. Diese Vorstellung, dass man auf unterschiedliche Schocks mit einem zentralen Budget reagieren kann oder dass das zentrale Budget darauf reagiert automatisch, würde eine so große fiskalische Kapazität voraussetzen, dass ich sie mir einfach nicht vorstellen kann und ich auch nicht denke, dass das der richtige Ansatz ist. Mein Ansatz war ja auch ein etwas anderer. Man muss die Flexibilität wenn man davon ausgeht, es gibt Schocks auf der Länderebene, dann müssen die nationalen Budgets darauf reagieren können. Das können sie auch mit einer Regelung wie der Schuldenbremse in Deutschland, weil die mit der Konjunktur durchaus atmet. Und für die ganz großen Schocks haben wir den ESM. Da haben wir ja jetzt etwas geschaffen, was es vorher nicht gab. Zu Recht monieren Sie das, aber da für die ganz großen Schocks gibt es auch jetzt einen Mechanismus. Es bleiben also vielleicht noch so die mittelgroßen oder die relativ großen für große Länder, die man dann eben nicht zum ESM schicken kann. Dafür ist er dann nicht groß genug. Ja. Also aber das wiederum kann man auf der europäischen Ebene nicht abfangen. Also die Argumentation für ein Budget der Eurozone muss meines Erachtens von sehr viel grundsätzlicheren Überlegungen getragen sein, nämlich was müsste man vergemeinschaften, was muss man auf der europäischen Ebene tun. Und das ist dann das Kriterium dafür, dass man dort auch Aufgaben ansiedelt und nicht das Kriterium, wir wollen hier Puffer und Versicherungsmechanismen über das Budget einbauen. Insofern unterscheide ich mich da von dem, was der Ansatz da ist in dem Präsidentenpapier. Es ist allerdings verbunden mit diesem Insolvenzregime für Staaten als Zielvorstellung. Und da ist die Antwort auf Ihre Frage. Staaten können nicht insolvent gehen. Das wird auch in Zukunft so sein. Wir werden auch keinen Insolvenzrichter, auch nicht in Europa, für Staaten schaffen können, weil der müsste ja irgendwie hingehen und etwas beschlagnahmen. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Auch wenn das immer wieder mal gefordert wird, irgendwie, weiß nicht, die Bilder aus Italien oder was da alles schon man abtransportieren wollte. Die griechischen Inseln, die sind ein bisschen schwieriger zum Abtransportieren, aber im Prinzip so diese Gunboat-Idee, oder? Das ist ja die Umsetzung der Idee von, also muss man es simulieren und die Simulation ist über den Zugang zum ESM. Also man ist in einer anderen Situation, wenn man über 60% Staatsverschuldung ist, dann hat man nämlich diesen Zugang nicht mehr, ohne gleichzeitig restrukturieren zu müssen. Und das nenne ich dann Insolvenz. Ja? Das ist nicht eine Insolvenz des Staates, es ist eine Restrukturierung und damit im Prinzip die Simulation dessen, was man auf der Unternehmensebene mit Insolvenz bezeichnet. Bankenunion war die Frage, ist das nicht einfach sozusagen, ich will es ein bisschen umformulieren, ist das nicht einfach eine Möglichkeit, an die Töpfe ranzukommen des ESMs, so habe ich Sie verstanden, oder? Also so wie ich sie beschrieben habe, da geht es darum, wie soll die langfristige Ausgestaltung aussehen? Und was ich nicht angesprochen habe, was tatsächlich aber eine schwierige Frage ist, wie geht man mit jetzt den Altlasten in den Bilanzen von Banken um? Da ist meine Antwort anders als die bei den Altlasten in den Staatsbilanzen, weil wenn man den Schuldentilgungspakt hat, dann kann man teilweise diese auch da reinrollen. Aber man wird über den ESM eine Rekapitalisierung dort vornehmen wollen, wo es darum geht, gute Geschäftsmodelle zu unterstützen.
und da im Gegenzug aber tatsächlich dann eben auch die Europäisierung dieser Banken zu schaffen. Also mit anderen Worten, man übernimmt dann auch das Eigentum. Man rekapitalisiert nicht gegen einfach gegen nichts. Ja. Also anders gesagt, Schlüssel abliefern. Der letzte Punkt, aber diese Frage ist eine entscheidende Frage für jetzt fürs Krisenmanagement. Wie geht man mit diesen Altlasten um? Und nicht so sehr eine Frage von, wie soll das in der Zukunft aussehen, meines Erachtens. Und die letzte Frage, macht die Bevölkerung überhaupt mit? Also da teile ich ihre Sorge. Ich meine, ich hoffe sehr, dass wir mit diesen Bocksprüngen irgendwie einfach immer in die Richtung gehen werden einer stärkeren Integration, aber ich bin mir nicht sicher. Und gerade auch selbst in Deutschland, wo ja eine extrem letztlich starke Gemeinschaft da ist, aber die Euroskepsis und die Europaskepsis ist so verbreitet und wird eigentlich tiefer, nicht weniger tief. Und ich weiß nicht, also ich meine, im Wahlkampf höre ich jetzt auch nicht, dass das zum Hauptthema gemacht würde, sondern dass es eher etwas ist, was man so ein bisschen außen vor lässt, weil es allenfalls gefährlich ist. Die Grünen natürlich ausgenommen, aber. Vielen Dank. Das war jetzt die Vorlage für Jürgen Trittin. Wir haben ganz gute Erfahrungen damit gemacht, solche Themen in Wahlkämpfen auch zu thematisieren. Ich habe gerne zum Beispiel über die Frage, soll man Griechenland helfen oder nicht, auf dem Marktplatz in Dortmund im Mai 2010 diskutiert. Und es ist nicht schlecht gekommen, wenn ich auch die Wahlergebnisse von uns anschaue, dass wir der damaligen Bundeskanzlerin vorgehalten hat. Erstens, sie traut sich nicht, das zu sagen, was kommt, nämlich, dass geholfen werden wird. Sie traut sich nicht zu sagen, dass es darauf nicht beschränkt bleibt. Und deswegen bin ich gerade im Kontakt mit der direkten Bevölkerung, da haben Sie ja drauf angesprochen, nach meinen Erfahrungen der Grundsatz, wer für seine Haltung streitet und sich nicht verdrucks wegdrückt, der kriegt auch eine Antwort. Und diese Antwort ist nicht nur ablehnender Art. Das, was wir in Deutschland doch erleben, ist, dass den Menschen nicht die Wahrheit gesagt wird. Den Menschen ist nicht gesagt worden, dass wir in dieses Risiko gehen. Es ist ihnen nicht gesagt worden, natürlich kostet uns das Geld. Es ist ihnen nicht gesagt worden, dieses Europa war von Anbeginn an eine Transferunion. Es funktionierte nur als Friedensmodell, als Demokratieprojekt, weil es auch eine Transferunion gewesen ist. Diesen Mut hat Frau Merkel, hat diese Koalition an dieser Stelle nicht gehabt. Ich hätte mir mal gewünscht, die Intensität, sage ich jetzt mal, mit der zum Beispiel der BDI oder der Gesamtmetall in Deutschland zurzeit lobbyiert gegen die Energiewende, mal dazu zu lobbyieren, was es hieße, wenn wir durch einen Austritt oder Rauswurf, so ist das ja auch diskutiert worden in Deutschland, von Griechenland und anderen aus der Eurozone in Deutschland eine massive Aufwertung eines Neu-Euro, Nord-Euro oder Neu-D-Mark an dieser Stelle gehabt hätte, was das für das Wachstum, für die Arbeitsplätze in diesem Lande für Folgen gehabt hätte. Das heißt, die Kommunikation, dass wir gut daran tun, nach Europa zu investieren, dass das in unserem ureigenen, nicht nur politischen, moralischen, sondern auch ökonomischen Interesse, diesen Mut hatte in dieser Auseinandersetzung eigentlich nur meine Partei. Insofern bin ich Ihnen dankbar, dass Sie uns da an dieser Stelle ein Stück rausgenommen haben. Und ich bin auch überhaupt nicht pessimistisch, dass wenn man sich dieser Auseinandersetzung stellt, man notgedrungen alles verliert. Wir haben diese Auseinandersetzung in Finnland gehabt. Bei der darauffolgenden Wahl haben die Finnen, die wahren Finnen, wie sie sich selber definieren, massiv verloren. Schauen Sie sich an, wie die Entwicklung, als mal eine offensive Auseinandersetzung in den Niederlanden stattgefunden hat über die Frage, wollen wir als Mitbegründungsland dieses gemeinsamen Europas das weiterhin oder wollen wir uns daraus verabschieden? Das Ergebnis ist, die Euroskeptiker haben in einer solchen Situation verloren. Und deswegen bin ich der Auffassung, man muss dafür streiten. Aber man muss, wenn man dafür streitet, auch über die Defizite sprechen.
Und das Defizit ist nicht nur ein Defizit der demokratischen Legitimation, der Transparenz, es ist auch, dass wir eine unvollständige Wirtschafts- und Währungsunion haben. Dass wir über wesentliche Parameter darüber, wie wir dieses gemeinsame Europa ökonomisch und politisch gestalten, nicht europäisch entscheiden. Deswegen mein Plädoyer für eine vorsichtige Harmonisierung im Bereich der Steuerpolitik. Deswegen auch zu sagen, wir wollen eine gemeinsamere Sozialpolitik. Wir wollen, dass Leute, die in einem Land gearbeitet haben, wenn sie in ein anderes Land gehen, auch dort ihre Pensionsansprüche und Ähnliches mitnehmen können. Das ist nicht selbstverständlich in diesem Europa. Und deswegen lohnt sich dieser Streit. Und da bin ich persönlich aus meinen Erfahrungen überhaupt nicht bange. Ja klar, es gibt Euroskeptiker, es gibt Eurofeinde. Aber wenn ich mit Schülerinnen und Schülern, mit Studierenden an Universitäten diskutiere, so kann ich das, was in solchen Runden oft dramatisch an die Wand gemalt wird, an Euroskepsis, überhaupt nicht nachvollziehen. Die wissen zum großen Teil, was sie an diesem gemeinsamen Europa, an gemeinsamen Chancen zu studieren und Ähnlichem haben. Nicht nur dank des Erasmus-Programms, was jetzt ja entgegen der Pläne von Frau Merkel doch nicht gekürzt worden ist. Vielen Dank. Es mag sein, dass die großen plakativen Zukunftsvisionen für Europa heute Abend ein bisschen zu kurz gekommen sind. Dafür fand ich jedenfalls, und das ist nicht meine erste europapolitische Debatte, gab es eine ganze Menge an Wissen, Fakten und Argumenten. Insofern fand ich das eine sehr gute politische Bildungsveranstaltung, weil die Dinge sind kompliziert. Das sind sehr komplexe Krisenursachen und die Lösungen, die Antworten können nicht weniger komplex sein. Und deshalb braucht es, glaube ich, genau diese Art der differenzierten Auseinandersetzung mit den verschiedenen Problemen, wie wir sie heute Abend geführt haben. Und erfolgreiches Krisenmanagement, was jetzt den Schwerpunkt gebildet hat, dem sind wir wirklich also eigentlich nicht entkommen. Erfolgreiches Krisenmanagement ist ja die Voraussetzung dafür, dass wir wieder eine positive Dynamik für Europa bekommen. Und zwar nicht nur aus ökonomischen, sondern auch aus psychologischen Gründen. Solange Europa nur mit Krise identifiziert wird, wird es schwer sein, eine neue Europabegeisterung und eine Bereitschaft für einen neuen großen Schritt Richtung europäischer Zusammenarbeit und politischer Union zu mobilisieren. Und dafür braucht es sicher auch einige politische Projekte jenseits der Finanzpolitik. Deshalb fand ich diesen Beitrag, der auf die Energiefrage verwiesen hat, ganz interessant. Da geht es nicht nur darum, Importsubstitution zu betreiben durch Wertschöpfung hier, sondern das wäre ja eine große europäische Vision, eine europäische Gemeinschaft für erneuerbare Energien, Europa zum Vorreiter zu machen, dieser großen Transformation, einer industriellen Revolution, die auf Energieeffizienz und auf erneuerbaren Energien beruht, mit dem Ziel, bis zur Mitte des Jahrhunderts uns komplett von fossilen Energien unabhängig zu machen. Das wäre vielleicht ein Projekt, was auch wieder zusätzliche Motivation und Identifikation schaffen kann, auch weil es eine Antwort sein könnte auf die Frage, was sind eigentlich künftig die Grundlagen für Wertschöpfung, für Jobs, für Einkommen in Europa. Das war, wie gesagt, der Auftakt einer ganzen Reihe. Wir befassen uns parallel mit seinen anderen europäischen Fragen, von europäischer Außensicherheitspolitik bis zu gemeinsamer Energiepolitik. Und ich würde mich freuen, Sie bei den künftigen Diskussionen wiederzusehen. Vielen Dank an Frau Wieder-Di Mauro und Herrn Trittin und vielen Dank für Ihr Interesse.